Hallo und herzlich willkommen zu diesem Videospecial von europavinyl.de. Ihr habt den Vorspann gesehen, es geht um unseren Lieblingsmärchen-Onkel Hans Page. Wir haben 10 Filmausschnitte für euch ausgesucht, aus Film und Fernsehen, genauer gesagt, die sein filmisches Schaffen von 1939 bis 1998 beleuchten. In den 10 Minuten werden euch außerdem viele bekannte Darsteller begegnen. Unter anderem seht ihr Josef Meinrad, Heinz Rühmann, Hans Albers, Klaus Wilke und auch Klaus Schwarzkopf. Wir wünschen euch jetzt viel Vergnügen in den nächsten knapp 9 Minuten mit 10 Filmausschnitten mit Hans Petsch. Herr Rudi Lingenfelder will sich euch aussprechen, Herr Doktor. Herein damit! Herein mit dem Häufchen Unglück! Na, da bist du ja wieder. Hopp hoch. Lass dich mal anschauen. Bisschen blass geworden in den 3 Monaten. Oder waren es 4? Noch 3, Herr Doktor. Diese Körperverletzung im Effekt. Wissen Sie vielleicht, wo die Gerda ist? Wo sie gewohnt hat, da wohnt sie nämlich nicht mehr. Was willst du denn von der? Ich möchte sie halt gern wiedersehen. Nee, das musst du nicht. Ich weiß, wo sie ist, aber ich sag's dir nicht. Du bist mir zu schad für die. Ich muss sie wiedersehen. Schlag sie dir lieber aus dem Kopf, sonst schlägst du schließlich wieder ein zum Krüppel. Warst du schon zu Hause bei deinem Bruder? Ohne Wege bleibe ich fort, Herr Doktor. Sie wissen doch. Dass du ihn bestohlen hast wegen diesem Weibsbild, ja, das weiß ich. Aber auch, dass er dich nicht angezeigt hat. Also was willst du jetzt anfangen? Wo komm, du sei vernünftig und geh nach Hause zu deinem Bruder. Ich muss die Gerda wieder sehen. Noch 10 Minuten, dann in den Standesamt und ja gesagt. Um dann ein ganzes Leben lang Nein zu sagen. Nein, mein Goldkind, den Hut kann ich dir leider nicht kaufen. Nein, mein Süßes, die Sommerreise müssen wir uns verkneifen. Nein, mein Liebling, andere Frauen interessieren mich nicht. Tun sie auch nicht. Und von wegen Hut und Sommerreise sieht dieses Mädchen aus, wollte Sprünge machen. Hm? Will ebenso Anker werfen wie ich. Na, dann wirf mal Anker mit deinem Monatsgehalt. Arbeiten wirst du müssen, dass dir die Schwarte knackt. Da irrst du dich aber gewaltig in deinem verharzten Junggesellenhirn. Schau mal, ich heirate ja nicht, um mehr zu arbeiten, sondern ich heirate, um endlich Ruhe und Gemütlichkeit zu haben. Und das hat der Mensch eben nicht, wenn ihm kein treues Weib die Knöpfe annäht. Und das Geld aus der Tasche zieht. Wenn man... Bitte nicht, wer sie anzusehen. Wirklich immer von Geld, wenn sich um die Liebe handelt. Im Zivilberuf bin ich Naturwissenschaftler, Botaniker. Ein Mensch, der Blumen, Pflanzen und ihr Wachstum studiert. War ein bitterer Scherz des Schicksals, der mich hierher an die Wolga verschlagen hat. Hier gibt es kein Wachstum. Hier ist nur Tod, Verwesung. Glaube nicht mehr an ein gutes Ende für das Unternehmen Stalingrad. Will Ihnen nicht das Herz schwer machen, aber Sie müssen die Wahrheit wissen. Sie sind mir als ein guter Offizier empfohlen worden. Ich bin froh, dass Sie bei uns sind. Danke, Gehorsamster Oberst. Sie übernehmen die 3. Batterie. Sie melden sich bei Ihrem Abteilungsführer, Major Linkmann. Er wird Sie einweisen. Darf ich fragen, ob ich Herrn Major Linkmann diese Versetzung verdanke? Er hat sich sehr für Sie verwandt. Unsere bisherige Zusammenarbeit war nicht immer ganz harmonisch. Sie sehen, er ist nicht nachtragend. Also bis. Aha. Guten Tag, meine Herren. Mein Name ist Stivitt. Heiße Sie herzlich willkommen. Hoffentlich können Sie ein paar Tage bei uns bleiben. Das ist Stuart. Original Poster. Und woher kommen Sie? Wir kommen aus Deutschland. Eigentlich mehr aus England. Ah ja. Meine Mutter, wir haben Besuch. Ja. Meine Frau, meine Tochter Gerda. Hallo, ma'am. Guten Tag, aber... Freut.
Bitte nehmen wir doch Platz, meine Herren. Da wären wir. Imponierend. Und schön wie ein Kunstwerk. Lieber Listener, ich freue mich auf diese Reise. Und besonders auf den Besuch in Marrakesch. Meine Lust, an Bord zu arbeiten, nimmt beträchtlich ab. Aber die Memoiren eines großen Dirigenten müssen ja nun mal geschrieben werden. Auch auf so einem schönen Schiff? Auch auf so einem schönen Schiff. Der Verlag wartet. Nun, jedenfalls, ich wünsche Ihnen eine angenehme Reise. Ich danke Ihnen sehr. Wiedersehen. Wiedersehen. Sie kennt es mit goldenem Kamm und singt ein Lied dabei. Das hat eine wundersame, gewaltige Melodie. In Schiffer, im kleinen Schiff, ergreift es mit wildem Weh. Er schaut nicht die Felsenriffe, er schaut nur hinauf in die Höhe. Ich glaube, die Wellen verschlingen am Ende Schiffer und Kahn. Und das hat mit ihrem Singen die Lorelei getan. So, jetzt sind sie alle rein. Und liegt da das winzige, daher unsichtbare und unzerstörbare Atome in gewaltiger Zahl aufgrund der... Das ist Gesang, nicht wahr? Ja, ja. Was aber bleibt, wenn alles vergänglich ist? Das kommt aber nicht aus dem Radio. Nein, nein. Na, verloren. Ja. Das ist aber nicht La Paloma. Silenzio, porca miseria. Nein, das ist im Schlaf passiert. Muss ich wohl irgendwie ungünstig bewegt haben. Und dabei heißt es immer, wer schläft, sündigt nicht. Meine Frau sagt immer, du zappel doch nicht so im Schlaf. Naja, ich renke Ihnen das wieder ein. Beim künstlichen Gelenk ist das ja nicht so ein Drama. Dann können Sie gleich wieder mit Ihrer Frau nach Hause. Da sind Sie doch am besten aufgehoben, oder? Aber eine brauche ich noch. Ja, also dann mal bitte recht freundlich und wir sehen uns gleich wieder, Herr Heinke. Ja, ich habe viel mit totem Fell zu tun. Oder was haben Sie gedacht? Sehen Sie doch. Wann haben Sie das letzte Mal einen ausgestopften Wolf verkauft? Oder Teile eines Wolfes? Oder auch nur sein Fell? Vor 11 Wochen und 3 Tagen. Wie bitte? Ja, am Tag darauf ist meine Enkelin verstorben. Das tut mir leid. Haben Sie vielleicht den Namen des Käufers oder die Rechnung? Oder können Sie mir eine Beschreibung geben? Nein, ich kann ihn nicht beschreiben. Ihn? Also war es ein Mann? Ja, meine Enkelin hat das Tier verkauft und... Sie hat einen Wolf verkauft und ist am nächsten Tag gestorben. Sie war wie mein eigenes Kind. Woran ist sie gestorben? Herz. Sie hat immer gesund gelebt, bis ganz kurz vor ihrem Tod. Sie isst einen Apfel und aus. Das Herz hat einfach aufgehört zu schlagen. Einfach so. Sie war erst 17. So, ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen, unsere kurze Filmauswahl. Wenn ja, sagt uns Bescheid. Wenn nein, Anregungen für das nächste Video-Special nehmen wir auch gerne entgegen. Früher haben die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender, die Älteren unter euch erinnern sich vielleicht, ihr Programm mit der Nationalhymne beendet. Wir könnten diese Tradition zumindest für dieses Video-Special mal kurz beibehalten. Seht's als Bonustrack, deswegen jetzt noch zum Schluss die Nationalhymne für und mit Hans Petsch. Wir schalten um nach Helgoland.
Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben, brüderlich, mit Herz und Hand. Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Unterpfand. Blühe im Glanze dieses Glückes. Blühe, deutsches Vaterland. Blühe im Glanze dieses Glückes. Blühe, deutsches Vaterland.